Ja, hallo meine Lieben, bei mir ist der ist plötzlich Akku leer gewesen. Ja, zum Buch Blind Date von Brigitte Blobel, noch der zweite Teil dazu zu meiner Rezension. Ja, Sonja war ja eine Mitbewohnerin, wo auch oft auf Zoe geschaut hat. Und sie ging mit ihr zum Coiffeur und die Nägel und alles. Sie macht sich wunderschön für den Lennart. Ja, aber es stellt sich dann später noch heraus, dass sie ziemlich eifersüchtig war. Ja, also es ist wirklich eine wunderschöne Liebesgeschichte auch und das Thema blind wird sehr gut behandelt und man lernt auch sehr viel über die Blindheit. Ja, weil es Brigitte Blobel schreibt wirklich die Themen auf, die sehr wichtig sind und was man beachten muss. Und das finde ich wirklich sehr, 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 sehr schön. Also ich gebe dem Buch wirklich 5 von 5 Eulen, muss ich sagen. Und Brigitte Blobel behandelt ja viele Jugendthemas. Und ich kann es euch einfach wirklich nur ans Herz legen. Holt es euch, kauft es euch. Es ist wirklich wunderschön und das Cover gefällt mir sehr gut. Ich liebe es wirklich sehr. Also dann bis zum nächsten Video und Bussi Baba und ciao. Und ich habe ja das von Helen Keller angefangen zu lesen. Und ist auch sie war sogar taubblind, aber viele Bücher sind von ihr eben auch vergriffen. Und ich hoffe, ja, ich schaue mich jetzt noch um und ich habe noch 2 im Auge und ich werde euch das dann auch noch präsentieren zum Thema Blindheit. Also macht's gut, habt eine schöne Restwoche und ein schönes Weekend. Bussi Baba, ciao, macht's gut. Noch ein bisschen Natur. Im Übrigen habe ich euch beim ersten Video habe ich euch das Rotkehlchen drauf. Also macht's gut. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao, ciao.